Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, es reißt anscheinend nicht ab. Also hier jagt wirklich eine Horde die nächste. Und ich würde sagen, auf geht's. Also kann nicht angehen, dass wir hier so viel Schwab Boah. So viel Schwabbel direkt vor der eigenen Hütte haben, ey. Einfach nur krass, ey. Krass. Irgendwie ist die Horde. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Habe ich das Gefühl? Einfach nur Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Was hier los ist, ey, ohne Scheiß. That screamer could bring a lot of Oh, trouble. wo ist hier ein Screamer? Ist immer schön, dass sie die Gefahr schon sieht, nur wie sie noch nicht sehen, ey. Die Seuchenprobe mit. Das ist nämlich das nächste Ding. Konnte eben noch nicht mal in Ruhe Micromanagement betreiben, ey. Wie krank ist das denn, ey? Ohne Mist. So, mal kurz sammeln. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier diverse Mods installiert. Hier ist eine Desinfektionsmaschine. Hier ist die Munitionspresse für Gewehre habe ich hier reingehauen. Hier haben wir einen Kompostierer drinne. Und hier haben wir eine Signalantenne drinne. Kriegen wir also einen weiteren Slot. Das ist zumindest der Stand der Dinge. Als nächstes werden wir hier die Küche reparieren. Und hier das Lager, das können wir auch mal aufwerten. Und ja, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. So. Stell mal ein weiteres Seuchenheilmittel her. So, hier. Minus 1 auf Arbeitskräfte. Gut, wir haben den einen Teil auch in die Krankenstation gesteckt. Ist einfach. Ja, ihr habt ja selber gesehen, was beim letzten Mal bei rumgekommen ist. Eine Seuchenstichprobe können wir dir sogar noch geben. Oh, wir haben 70 Stück. Nimm mal ein paar mit. Wo ist die Quest? Hier unten. I'll be there to help soon. Das können wir mal eben machen. Auch leichter Einfluss. Nimm mal bitte das Toolkit. Jetzt reparieren wir den Wagen. Selbst die Teile sind hier in der Albtraumzone, selbst die sind mittlerweile schon rar, ey. Also. Oh. Oh, bitte nicht jetzt, ey. Wartet mal einen Moment. Cardio werden wir mal hoch. Wir werden mal bei allen. Fangen wir einmal an hier. Oh ja. Müssen wir dringend machen. Da machen wir Marathon draus. Marathonläufer. Waffenbedienung. Handwerker. Den werden wir auch hochskillen. Metallbearbeitung, Konstruktionsstelle. Aha. Stellt meisterhafte Nahkampfwaffen her. Machen wir, genau, machen wir aus dir einen Metaller. Metaller. Oh, fuck, Leute. Ich glaube, ich habe einen zu laufen, ey, ohne Scheiß. So, nichtsdestotrotz, auf geht's, runter. Genau, quäl die Kiste. Wenn schon, denn schon. Wir könnten ja auch mal zu den Seuchenherzen fahren und könnten die auch mal aus. Ja, könnten wir die einfach mal die restlichen Ressourcen, die da drin sind, einfach mal ausräumen. Wäre auch zu. Ich sehe das schon. Wäre auch mal eine Möglichkeit. So, steck mal bitte aus dem Auto aus. Danke.
Nein, du schon wieder. Fresse. Vor allem, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann fangen die an zu schreien. Dann fangen die einfach an zu schreien und, ja. Dann haben wir das Problem. Drei Seuchenproben. Na bitte, hier. Sehr schön. Nice. Nice, nice, nice. Leichter Einfluss, dann können wir auch gleich mal weiterfahren. Können wir da auch mal hin. Gucken, was die so wollen. Und können nebenbei auch plündern. Ja doch. Hier rum. Und Leute, was gibt's Neues? Ich hab mir jetzt, also ich hatte schon mal so ein Ding gehabt, eine Vakuumiermaschine habe ich jetzt zu Hause. Nicht gerade das teuerste Modell, aber ich weiß, also aus Erfahrung kann ich sagen, es muss nicht immer alles saumäßig teuer sein. Die letzte Vakuumiermaschine, die ich hatte, die war auch billig, aber die hat ihr Zweck erfüllt. Die hat genau das gemacht, was sie soll, ne? Kein Schnickschnack, und die hat Lebensmittel super vakuumiert. Ja. Did you hear about the new neighbors? I guess they're friendly, but they give me the creeps. Hast du Nachbarn gehört? Ich schätze, sie sind freundlich, aber sie machen mir Angst. Wieso? I appreciate it. Aha. Hier. Sind die so schlimm? Obwohl, hier ist ja, wir haben ja, wir haben in der letzten Folge, haben wir ja mitbekommen, was passiert, wenn, ja, wenn man Leuten helfen will. Vor allem die Enklave, die wäre feindlich geworden. Haben wir ja gesehen, eindrucksvoll. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, dann können wir auch gleich mal die ganzen Läden hier absuchen. Durchsuchen. Kann ich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Lecker, ey. Lecker, lecker, lecker. Ich finde den Kaffee, den es bei Ikea gibt, den finde ich richtig geil. Könnte ich mich reinlegen. Genauso wie, da gibt es ja so eine Packung 25er Würstchen. Also wenn du Hotdogs machen willst, richtig geil, Leute. Hotdogs, ey. Oh, ich liebe Hotdogs, Leute. Ohne Scheiß. Könnte ich mich drinne suhlen. So, hier können wir noch, hier könnten wir noch Lebensmittel rausziehen. Fahr hier mal ein Stück vor. So eine Art Diner hier. Oder ist ein Diner. Ja, ja. Ein Fresstempel. Ja, ich hab dich gesehen. Ah, vergiss es. Vergiss es, Mann. Können wir noch Lebensmittel hier rausziehen. Ja. Ey, da willst du einmal schnell machen und dann hast du ein Problem. Na, nu ist auch egal. Oh, wir kriegen... Ja, ja, wir kriegen Besuch. Und wir werden natürlich angegriffen. Ja, Lu ist auch egal, Mädel. Schlachte hier, was das Zeug hält. Okay. Der Laden ist leer geplündert. Einmal rein damit.
Hier tank mal was rein. Du sollst rein tanken, Mädel. Nicht die Karre starten. Tanken. Okay. Ach. Ja, huch, was war das jetzt, wa? Zack. So, wenn wir hier auf jeden Fall noch plündern. Natürlich geht das nicht leise. Können wir hier auf jeden Fall auch nochmal Lebensmittel einmal rausziehen. Hoffe ich doch zumindest. Ja. Nice. Das war aber noch nicht alles. Mhm. Ein Container ist hier noch. Frage ist jetzt wo? Hier hinten drin. Haben wir irgendwas übersehen? Bestimmt. Oder oben auf dem Dach. Da würde ich eher drauf tippen. Aber nur gut. Das war mir jetzt hier wichtig. Cardio ist auch hochgeskillt. Nice. Hä? Hast du mir nicht eben gerade angezeigt, dass Cardio hochgeskillt worden ist? Ja, wollte ich doch meinen. Machen aus dir auch einen Marathonläufer. Kann ich mir nicht verklemmen, Leute. Also, Marathon bleibt Marathon. Bin ja auch ein Marathonfreund, also von daher. Hi. Das kann ich mir nicht verklemmen. Meinen Charakter hier den Marathon aufzuerliegen, aufzuzwingen oder wie auch immer. Wenn auch Läufer unter euch sein sollten, Leute, macht das einmal. Macht das einmal mit. Ja. Das war jetzt im September jetzt, das war nicht mein erster. Das muss ich dazu sagen. Es war nicht mein erster Marathon. Habe ich schon mal durch, die Tortur. Aber ich sag mal so, durch Corona und alles war ja nicht wirklich viel zu holen, was das angeht. Hier sind Chemikalien drin. Ach. Und geht zum Auto. Da war ja nun wirklich nicht viel zu holen. Das Lager mal ein, das Lager ein. Von mir aus auch. Kann ich mir gerade nicht verklemmen, Leute. Kann den da nicht stehen sehen. Ja, sind auch Snacks. Okay. So, jetzt. Eine Horde bewegt sich wo? Wandernde Horde. Ah, hier. Die hier. Die gehen auf Wanderschaft. Oh, ich hasse das, wenn die das machen, ey. Ohne Scheiß. Triggert mich total. So, jetzt ab geht's zu den Feinschmeckern. Ein komischer Name. Das nervt mich auch ein bisschen, dass man die Namen nicht, dass man das nicht vernünftig einstellen kann. Nur gestriffen. Scheiße. So, ich hoffe mal nicht, dass die jetzt feindlich werden.
home is always open to you. Ja, dann ist ja gut. Das klingt ja schon mal gut. Wir wollen auch nichts, wir wollen nur eine vermittelnde Rolle einnehmen. Ich hoffe, das geht klar. Hey. I'd like to make a trade. Okay. Habt ihr irgendwas? Oh, ihr habt Lebensmittel. Die nehmen wir doch gerne. Chemikalien brauchen wir selber. Okay, nee. Nehmen wir euch hier euer Zeug ab. Hä? Okay. Wir sind voll. Voll beladen. Ah, hier. Wir sind gerade erst hierher gekommen. Ihr seid wohl unsere neuen Nachbarn. Ich schätze schon, willkommen in der Nachbarschaft. Na, nice. 260 Einfluss gefarmt, passt. Ja, ist eigentlich nur eine Vorstellungsrunde hier und nicht mehr und nicht weniger. Gut, ab geht's nach Hause. Fracht nach Hause bringen. Ich würde sagen, das haben wir solide gelöst. Alter, was ist denn? Was geht denn hier ab? Krass, 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 krass schon wieder, ey. Also da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge Ärger auf uns zu. Ey, kannst du dir nie ausdenken. Kein Platz mehr für Lebensmittel, ist ja auch nett. Alter. Nee. Da fehlen mir echt die Worte. Das war ja wohl eben der beste Beweis dafür, dass das einfach nur, Wahnsinn ist hier. Oh, da sind drei Screamer. Die geht auf Wanderschaft. Und die machen wir jetzt auch platt. Wenn wir da noch rechtzeitig hinkommen, heißt das. Mal gucken. Naja. Einfach Wahnsinn. Vor allem am helllichten Tag, ey. Am helllichten Tag. Und dann hier so viel Trouble. Hier steht auch ein Auto. Auch gut zu wissen. Ich sehe gerade, wie... Wir sind falsch abgebogen. Nur gut. So, jetzt müssen wir wo lang? Müssen wir hier runter? Ja. Die Gegend hier ist auch sehr interessant, muss ich ja mal so sagen. Hier ist eine Trawler-Siedlung oder was, keine Ahnung. Die heißen ja so, glaube ich. Ich glaube, die heißen Trawler. Oder Trailer. Trailer, nicht Trawler. Trawler ist was anderes, glaube ich. Ein Trawler schwimmt. So, wo ist die Horde? Da. Okay. Ja. Ja, die haben wir ausgemerzt. Da komm du auch noch. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich
hier rein. Setzen unsere Plündertour selbstverständlich fort. Ja, ja, komm her. So. Ja, wir sind nicht alleine hier. Ein Toolkit. Selten ist gut. Selten, selten. Something. Bad news. We left things lying around and some of our supplies were ruined. Wechsel mal bitte. Das ist mir sonst zu laut. Wo ist der? Ich höre ihn doch, ey. Hier ist irgendwo. Oh, Mr. Zombie, wo bist du? Ich sehe auch gerade, die Aufnahme, die geht doch schon wieder extrem lange. Gut, Leute, ich werde den Part an der Stelle beenden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr mögt. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss.